XXL-Mäharbeiten unter Wasser. Dieses kraftstrotzende Amphibienfahrzeug leistet in dem See vor der Kinzigtalsperre bei Steinau ganze Arbeit. Denn im Wasser sind riesige Bäume gewachsen. Wärme und Sediment, was ja ein extrem guter Dünger ist, bringt das Pflanzenwachstum auf extreme Dimensionen. Und keiner von uns hat damit gerechnet, dass wir hier Weidenbewuchs über 50 Hektar in einer Höhe von 4 Meter in einem Vierteljahr bekommen. Also es war schon gigantisch und die Aufgabe, das wieder herauszubekommen hier, war für uns einmalig. Und, aber ich glaube, wir haben es im Griff. Denn raus müssen die Riesenweiden, ansonsten wäre ein Leben im Wasser unmöglich. Die Bäume werden abgestorben, die werden auf den Boden gesunken und hätten eine große Biomasse gebildet. Und wenn Biomasse verfault, dann bindet das den Sauerstoff. Und damit haben die Lebewesen im See keinen Sauerstoff mehr. Das heißt, der See kippt, Fische sterben ab und würden am Ende oben schwimmen. Dass alles so kam, geht auf die turnusmäßige Sanierung der Kinzigtalsperre zurück. Alle 20 Jahre muss hier das Wasser abgelassen und die Staumauer saniert werden. Das Ablassen samt Umsiedeln der Fische fand vor einem Jahr statt, wir haben berichtet. Innerhalb eines Vierteljahres hätte alles erledigt sein sollen, doch die Natur wollte es anders. Also Sie müssen sich vorstellen, so eine Talsperre können Sie ja nur leer lassen, wenn die Zuflüsse fehlen. Das heißt, wir können das nur in den Sommermonaten leer lassen, wenn wenig Wasser kommt. Und dann haben wir ein ganz enges Zeitfenster. In diesem Zeitfenster können wir arbeiten. Das ist so circa ein Vierteljahr. So, und wenn dann Hochwasser dazwischen kommt, dann stoppen diese Arbeiten wieder. Und wir hatten das auch letztes Jahr. Wir hatten einige Sommerhochwässer, also Starkregenereignisse, die Talsperre auf 8,50 Meter eingestaut haben, ohne dass wir was machen konnten. Ja, und dann brauchen sie wieder Zeit, um das Wasser abzulassen, um wieder arbeiten zu können. Daher jetzt der Mega-Aufwand, der insgesamt 3 Wochen lang dauert. Sehen kann man in dem noch schlammigen Wasser übrigens nicht viel, erklärt der Baggerführer. Das hat sehr viel mit Gefühl zu tun. Ne? Man sieht ja nicht, wo man schneidet. Man muss sich halt eine Bahn ausmachen und die Bahn auch wirklich konsequent durchfahren. Und von der Wassertiefe her muss man halt ein bisschen mit Gefühl arbeiten. Wenn die Arbeiten in dieser Woche beendet sind, heißt es erstmal warten. Die Wasserqualität ist entscheidend. Hier wird ein engmaschiges Messsystem durchgeführt. Und wenn die Wasserqualität stimmt, kommen die Fische im nächsten Jahr, im Frühjahr, wieder in die Talsperre zurück. Das heißt, dann ist alles auf Nummer sicher und die werden sich dann hier wieder wohlfühlen in alter Frische und Feuchtigkeit. Wir bleiben dran. Hoffentlich ist die Kinzigtalsperre dann im nächsten Jahr wieder glasklar und voll mit lebensnotwendigem Sauerstoff.